Guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Thomas Bob und ich begrüße Sie im Auftrag von Lenz & Partner, dem Hersteller der Börsensoftware Taipan, zur Sonderausgabe Saisonalitäten. Die gibt es ja in Bobs Börsenecke jeden Monat zum Monatsanfang. Und heute ist es wieder mal soweit. Ich stelle Ihnen einige saisonale Trading-Kandidaten für die Jahresendrallye vor, wenn die denn kommt. Aber Sie bekommen auch noch gezeigt, wie man die automatisch nach Kaufsignalen filtern kann. Denn auf der World of Trading kam bei Kundengesprächen raus, dass zwar viele Nutzer von Taipan die Software, das saisonale Modul, sehr gern nutzen, aber eigentlich ja gar nicht so richtig wissen, wann sie die Aktie kaufen sollen, ob die Aktie charttechnisch und anhand von Handelssignalen zum Beispiel ein Kauf ist. Und heute machen wir das so, ich stelle Ihnen vor, wie man vorgeht, wenn man sich eine mit dem saisonalen Modul ausgewählte, wenn man die Kataloge in einen speziellen saisonalen Katalog abspeichert und diesen dann automatisch nach Handelssignalen jeden Tag durchfiltern lässt, um dann die entscheidende Aktie rauszufiltern. So, gleich geht's jetzt los. So, das vierte Quartal soll ja normalerweise immer das beste Börsenquartal sein. Saisonal soll es da immer nach oben gehen. Jahresendrallye, Thanksgiving Rally, die zeigen immer, also fast immer nach Norden. Es gibt natürlich ja Ausnahmen wie das Jahr 2018. Und egal wie es jetzt kommt, auf jeden Fall sollte man sich darauf vorbereiten, indem man mit dem saisonalen Analysemodul sich die richtigen Aktien herausfischt, die dann von einer solchen Jahresendrallye oder einer Rallye, die bis ins nächste Jahr davon profitieren. So, ich habe jetzt hier mal das saisonale Analysemodul von Taipan gestartet, habe den Zeitraum bis Ende Dezember eingestellt. Das heißt, was ich jetzt hier filtere, sind Aktien, die bis Ende Dezember steigen sollen. Sie sollen einen Minimumgewinn von 20% bringen. Die Haltedauer beträgt von 30 bis 140 Tagen. Und jetzt kommt's. Die Wahrscheinlichkeit soll bei 100% liegen. Das heißt, die müssen anhand der hier 10 eingestellten Jahre in den letzten 10 Jahren immer in demselben Zeitraum um mindestens 20% gestiegen sein. So. Minimum Ranking habe ich 12 eingestellt, das heißt, wir wollen ein Chance-Risiko-Verhältnis haben von mindestens 3. Das heißt, der Gewinn sollte mindestens 3-mal so hoch wie der Verlust sein. So, und wieso habe ich jetzt hier 100% und 10 Jahre eingestellt? Das geht zurück auf den lieben Frank A. Taucher, den starte ich jetzt mal hier, einige kleine Erklärungen. Der Frank A. Taucher hatte vor Jahrzehnten ein halbjährliches Magazin mit dem Namen Super Traders Almanac und da hat er die Futures-Märkte näher untersucht und hat die Nugget-Strategie damals eingebaut. Und dieser Mensch ist leider 2009 gestorben, aber wir haben die Nugget-Strategie, die besagt, dass die Futures in den letzten 5 Jahren immer einen Gewinn generiert haben, wenn man zu einem bestimmten Zeitpunkt Long oder Short war. Das war ein Golden Nugget und ich habe das jetzt etwas angepasst auf einen Platin Nugget. Ich habe das erweitert auf 8 Jahre, habe gesagt, es soll ein Mindestzielgewinn von 20% ergeben und habe das umgenannt in Platin Nugget. Und wir suchen jetzt mal die entsprechenden Handelskandidaten raus und fang mal ganz einfach an mit dem CDAX. Da gibt es natürlich, weil es nur 300 Aktien sind ungefähr, wenige Kandidaten. Und da geht es los am 13.10. mit Hannover Rück. Und da schauen wir uns die Aktie mal jetzt näher an. Und da sehen Sie, diese Aktie könnte eigentlich ein guter Kaufkandidat sein. Wir wollen natürlich wissen, ja, wenn wir keine Ahnung von Charttechnik haben oder Handelssystemen, ob die Aktie schon ein bestehendes Kaufsignal gegeben hat. Und aus dem Grund stellen wir hier als Vorlage, stellen wir ein, wird von Taipan mitgeliefert
nämlich das Filtermodul, nennt sich Filter. Und Moment, wo haben wir es hier? 25 und 40 Tagen. Das heißt, Candle mit 25 und 40 Tagen. Und wenn wir hier dann drauf drücken, kommt automatisch dieser Chart mit den breiten Durchschnittslinien. Und wir wollen natürlich, ich sage, wir wollen natürlich eine Aktie haben, bei denen diese beiden gleitenden Linien auf Kauf stehen. Das ist natürlich hier sehr schön der Fall. Die Aktie steht schon seit längerem auf Kauf, nämlich seit Anfang August. Damals konnte man die Aktie erwerben für 145 Euro. Jetzt ist sie hochgegangen bis auf 165, steht jetzt bei 160. Und das machen wir uns jetzt mit diesem Video zunutze. Ich zeige Ihnen, wie man, wenn zum Beispiel Aktien so wie die Elmos Semiconductor, die auf Verkauf steht, wie die dann ausgespuckt wird anhand eines automatischen Filterdurchlaufs, wenn die beiden gleitenden Linien sich hier kreuzen und sozusagen auf Kauf schalten. Das wäre natürlich am besten, wenn das hier in diesem Zeitraum der Fall ist. Aber bevor wir hier loslegen, müssen wir erstmal diesen Katalog, diese vier Aktien abspeichern. Und zwar gibt es da bei Taipan einen Katalog, der nennt sich Ausrufezeichen Seasonal. Diesen Katalog tun wir als aktuellen Katalog anwählen und drücken OK. Dann werden diese vier Aktien in diesen Katalog gespeichert. So, jetzt wollen wir natürlich nicht nur die vier Aktien haben, sondern wir wollen auch den Nasdaq haben und die New York Stock Exchange als Beispiel. Dann haben wir nämlich ziemlich viele mögliche Handelskandidaten. Hier lasse ich jetzt mal den Durchlauf starten. Es werden knapp 2.500 Aktien durchgetestet und das geht hier ziemlich schnell. Wir wollen auch jetzt diese Aktie nicht durchsehen, sondern wir wollen ganz einfach erstmal alles vorbereiten, damit wir später diesen Filterlauf automatisch durchführen. So, auch die Aktien speichern wir wieder in den Katalog Seasonal und den wollen wir natürlich nicht überschreiben. Drücken wir Nein, dann sind die früheren CDAX-Werte auch noch drin. Dann machen wir das Ganze mit der New York Stock Exchange und da geht es noch etwas schneller. Also wir schauen uns jetzt keine Aktie direkt an, sondern wir bereiten erstmal vor, dass es automatisch geht. So gehen Sie vor, wenn Sie sich mit dem Filter dann die entsprechenden Aktien auswerfen lassen. So. So, und jetzt ziehe ich mal diesen Katalog hier rüber und der Katalog, er enthält jetzt 32 Aktien und diese 32 Aktien stehen ja teilweise auf Kauf, ganz wenige stehen auf Kauf. Schauen wir mal hier. Die stehen größtenteils auf Verkauf, weil sie nämlich ein Verkaufssignal anhand der gleitenden Linien haben. Und jetzt wollen wir mal überprüfen, ob diese Aktien, welche Aktien davon auf Kauf geschaltet haben zum heutigen Tag. Und dann öffnen wir mal das Filtermodul. So, und es kommt jetzt als erstes, und dann fragt er gleich nach einem Filter. Und hier nehmen wir den Filter GD 2540. Das ist nämlich das sind nämlich diese beiden gleitenden Durchschnittslinien, die wir im Chart jetzt die ganze Zeit gesehen haben. Und als Katalog nehmen wir den Katalog saisonal. Wo haben wir ihn hier? Seasonals. Und dann läuft er durch und sieh da, es kommt natürlich für heute kein Signal raus, weil ja alle Aktien weiterhin auf Verkauf stehen oder haben bereits ein seit längerem gültigen Kaufsignal. So, und damit wir das Ganze automatisieren können, erstelle ich jetzt mit Ihnen Aufgabenautomatisierung. Bedeutet, wir nehmen dieses Aufgabenautomatisierungsmodul, erstellen ein Makro, der den Namen halt Untersuchung Saisonalität nach Kaufsignalen. So, und das ist natürlich jetzt leer.
Und weil das leer ist, müssen wir natürlich erstmal hier alles eintragen. Und da tragen wir jetzt ein Taipan starten, weil ohne dass Taipan gestartet wird, geht es überhaupt nicht. Dann tragen wir ein Kursupdate, weil das soll ja auch vorher gemacht werden, damit Sie immer das neueste Kursupdate haben. Dann haben wir neue Filteraktion. Filter müssen wir ausführen und bei diesem Filter wird natürlich gleich am Anfang gefragt, welchen Filter wir nehmen wollen. Wir wählen natürlich wieder diesen gleitenden Durchschnittsfilter an. Moment, GD Crossover, hier haben wir es. GD 2540 Crossover Kaufsignal. Als Katalog nehmen wir hier unten den Katalog saisonal. Das sind alles Kataloge von mir. So, und dann fragt das Modul, ob wir irgendeinen zurückliegenden Datum einstellen wollen. Das machen wir natürlich nicht. Wir wollen immer das aktuelle Datum. Und das Ganze soll abgespeichert werden in einem Ordner aktuell saisonal bullische Aktien. So. Falls vorhanden, wird dieser Katalog überschrieben, dann wird das Filtermodul beendet. So, und jetzt haben wir das Ganze. Und jetzt können wir das Ganze starten. Ich mache hier mal, weil ja die Kurse schon eingespeist wurden, diesen Haken weg, damit es schneller geht. Und wenn ich das jetzt starte, sehen Sie, ganz schnell, Taipan läuft ja noch, wird Taipan gestartet und der Filter läuft durch. So, und wenn wir jetzt rübergehen in diesen Katalog, hier haben wir ja nochmal den saisonalen Katalog mit den 32 Aktien, dann haben Sie hier einen neuen Katalog, der heißt aktuelle saisonale bullische Aktien und der ist natürlich leer, weil wir ja sozusagen heute keine Kreuzungssignale haben. Und wenn Sie jetzt jeden Tag einmal dieses Makro laufen lassen, dann wird automatisch der saisonale Katalog mit allen Handelskandidaten bis zum Jahresende überprüft. Hier müssen wir wieder den Haken setzen. Und Sie können dann einfach nur durchblättern, ob sich irgendeine Aktie ergibt, die da als Kauf in Frage kommt. Sie können natürlich auch die Aktien jetzt hier schon durchtesten. Da haben wir natürlich, was mir gut gefällt, ist diese Aktie. Möchte ich nochmal zum Schluss vorstellen. Das ist AMD Healthcare Service. Hier steht die Aktie kurz vor einem Kaufsignal. Das heißt, wenn Sie diesen Filter laufen lassen, dann sollte spätestens in den nächsten 3 bis 4 Tagen in dem Filterordner sich diese Aktie befinden als möglicher Kaufkandidat. Natürlich kommt dieses Kaufsignal etwas früher als die saisonale Strategie sagt, aber Sie haben dann zumindest schon mal eine Aktie, die Sie sich auf die Beobachtungsliste setzen können und dann machen Sie natürlich Ihre Charttechnik mit Unterstützung und Widerstand und Trend. So, meine Damen und Herren, das war ziemlich viel Information auf hoffentlich kurzer Zeit. Ich hoffe, Sie haben bis hierher durchgehalten. Wir könnten natürlich jetzt noch einen Filter bauen, der bestehende, also der sozusagen den Katalog untersucht auf schon längerem bestehende Kaufsignale, wo dann zum Beispiel die Aktien rauskommen, die ich Ihnen am Anfang gezeigt habe, wie die Hannover Rück. Aber wir brauchen ja noch was für die nächste Ausgabe in 4 Wochen. So. Wenn Sie also Taipan haben, schauen Sie sich den Film nochmal an, machen Pause und tun dann alles nachbauen, was ich Ihnen hier vorgestellt habe. Und dann können Sie jeden Tag diesen Katalog durchfiltern lassen. Im Januar natürlich können Sie dann wieder neue Kandidaten in diesen Saisonalkatalog reinlegen, um dann fürs nächste Jahr die neuen Kandidaten wieder untersuchen zu lassen. Denn saisonale Handelschancen ergeben sich jedes Jahr neu. Das ist ein selbstanpassendes Handelssystem. Ist natürlich klar, wenn jetzt Aktien dieses Jahr keine hundertprozentige Saisonalität haben, dann fallen die im nächsten Jahr raus. Wiederum neue Aktien, die dieses Jahr das 10. Jahr voll machen, die sind dann neu dabei und die haben sie dann im nächsten Jahr als Handelskandidaten für einen Trade, der ihnen 20% bringen soll. So, das war's in dieser Sonderausgabe in puncto Saisonalität. Viel Spaß beim Bauen dieser Strategie und der entsprechenden Handelsanweisungen für Taipan. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.